Okay, ab sofort passe ich auf mit der Maus. Keine Sorge. Manchmal passiert das halt, wenn man mit anderen Leuten. Ach, das wissen die meisten ja gar nicht, die das gucken jetzt. Ah, andersrum eher. Obwohl, letzte Zeit gucken mehr Saiken. Yay, am Ende, wo es langweilig ist. Das ist natürlich supi. Das ist keine Wertung. Nein, ihr müsst wissen, selbst wissen, was ihr wollt. Warum sind eigentlich in der Mitte hier Bäume, wenn hier kein Licht ist und kein Nährboden? Und naja, willkommen zurück und guten Morgen. Wir machen ganz normal weiter, weil ich will dieses Spiel endlich mal durchbekommen. Ja, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ist einfach nur noch abgrasen und es ist langweilig. Ich finde sowas langweilig. Andere Spiele schaffen das doch besser. Und deshalb, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Werden wir erstmal. Ja, die anderen kannst du ruhig heilen, bloß dich nicht. Das ist immer dumm. Ja, komm, 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 komm. Sehr gut, weil Tomaten, man hasse ich. Ihr kümmert euch um darum, das ist gut. Yay, Tomatenmann ist tot. Das heißt, jetzt können wir uns um die anderen kümmern, das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist auch kein Problem eigentlich. Ich weiß nicht, welches Level ich brauche, ob ich mal leveln sollte oder so. Ich drücke einfach nur. Und ich habe so eine blöde kleine Fliege wieder. Die kommt immer, wenn ich spiele. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe doch ein Fliegengitter. Mach mal. Dankeschön. Und weil, wie gesagt, es einfach nur abklappern ist, werde ich jetzt. Level up? Nichts. Gar nichts? Okay. Werde ich ganz normal weitermachen mit. Was bringt eigentlich dieser Zauber von Kali? Es sei denn, ich würde ganz viel auch üben, oder? Weil die anderen müssen ja schwächer sein als ich. Ach, was soll's. Einfallsreich. Geht's weiter mit Final Fantasy, würde ich mal sagen, oder, Leute? Boah, hier ist nur Geköpfe und Weggehaue. Und. Hä? Ich bin wirklich da. Ich gehe weiter. Das ist neu. Aber was soll's. Final Fantasy 9 war überraschend und ich habe mich wieder richtig darauf gefreut, weil Final Fantasy 9 in meinen Augen, und ich weiß, ich bin ja so ein Fan, wie er richtig Final Fantasy ist. Und das wollten sie damit auch erreichen. Final Fantasy 9 sollte wieder so ein bisschen auf die ersten Spiele basieren. Die Musik wurde nochmal so gemacht, der Aufbau. Es hat Vor- und Nachteile. So. Erstmal Vorteil ist natürlich. Mann, das ist mal schnell. Sehr schön. Angeladen. Du machst mich ganz rallig. Wieder nichts fallen gelassen. Ich brauche doch noch Rüstungsseeds hier. Mein Gott. Die obere Treppe verschwindet. Oh nein, nicht die obere Treppe. Jetzt komme ich nie wieder weg. Stimmt, einfach nur. Sie würden nie wieder wegkommen, würdet ihr einfach das machen. Naja. Und yay, Todeshand. Und ich kann immer noch nicht Stärke höher machen. Das ist blöd. Mach Agilität. Wahrsagerin, Angela, Intelligenz. Doch, ne? Oder? Ich überlege gerade. Weil sie ja soll ja zaubern, aber obwohl sie es nie tut. Trotzdem. Explosion hat sie jetzt auf alle gelernt. Das werde ich gleich ausprobieren. Final Fantasy 9 ist nämlich endlich wieder mit Charakteren, also mit Fantasiecharakteren, was ich total toll finde. 7 hat es auch perfekt gemacht mit Menschen und Tieren und anderen Zeugs. Und das fand ich toll. Bei 9 haben sie es sogar ein bisschen übertrieben. Und das hat man auch gemerkt. Also Nachteil bei. Ja, das ist nicht so wichtig. Du bist eh gleich tot. Nachteil bei. Ich komme zu gar nichts. Ich mache mal ein bisschen leiser, Leute. So. Die obere Treppe erscheint. Wollen wir wieder hoch? Nö, ne? Wir gehen weiter. Ist doch mir doch egal. So. Nein, Tomatenmann. Nein, 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 nein. Ich kümmere mich um Tomatenmann. Nein, nein, warte, warte. Du kannst mal Explosion auf alle machen jetzt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Explosion auf alle. Während ich Tomatenmann hier mal fertig mache. Boom! Yeah! Trifft uns natürlich nicht. Sehr praktisch. Was mich gestört hat. Erstmal bei 9. Ach nee, wie soll ich anfangen? Wie fängt man am besten so ein, so eine.
Vorstellung an. Es geht darum, dass sie dann, so ein Affenjunge, rausfindet, dass eine Königin, yay, eine Königin so die Prinzessin fertig macht und so weiter. Und auf jeden Fall geht sehr viele Twists und sehr viele Sachen passieren da. Das ist schon cool, muss man schon sagen. Also es passiert viel und es macht Spaß. Aber viel kann man nicht erklären. Muss ich auch wieder jetzt sagen. Warte mal, ich überlege gerade. Es geht um die Welt und um die Kristalle auch ausnahmsweise mal wieder nach langer Zeit. Das ist doch schön. Geist kann ich nicht, Glück will ich jetzt gerade nicht. Das heißt Vitalität, nee, Stärke weiterhin. Ich sage einfach mal, was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat. Nicht so gefallen hat mir bei Final Fantasy 9, dass einige Charaktere nicht wirklich ausgereift sind. Also es gibt da Maragon zum Beispiel. Der hat kurz was und dann geht er wieder und das war's. Warum bin ich hier runtergegangen dann? Was soll der Scheiß? Und das finde ich schade. Also das Hauptaugen, wie bei 8. Gleicher Fehler wie bei 8, würde ich sagen. Ne, ich muss ja leveln ein bisschen. Sorry. Ich muss ein bisschen nachdenken. Bin ich nicht gewohnt. So. Bei, ein bisschen wie bei 8, dass es egal ist. Dass einige Charaktere austauschbar sind. Und das finde ich schade. Obwohl Maragun stark ist und cool, aber man denkt sich so, wer bist du überhaupt? Und nein, oh mein Gott, ich wusste, dass da noch einer ist. Mach mal tot, alle. Danke. Und dann gibt es noch das Limit von 9099. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, wenn es nicht so am Ende wäre, dass du es sehr oft hauen kannst. Und das ist dann so ein bisschen einfach nur die Länge ziehen und nicht gut programmiert, nicht gut ausbalanciert. Wieso kann ich die Superattacke nicht machen, wenn ich stumm bin? Musst du, um ihn in den Boden zu hauen, stumm sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hasse dich, Tomatenmann. Ich hasse dich so sehr. Kali, kannst du uns mal alle heilen? Danke. Noch was ich nicht gut finde, auch nicht so gut finde, ist, dass du relativ schnell nicht weiterkommst. Also wieder zurückkommst, meine ich. Du, das heißt, du kannst auch Sachen verpassen, die sehr stark sind und wo man einfach nicht drauf kommt. Ich mag das nicht, wenn man Sachen verpassen kann. Und man kann ein Superschwert bekommen, wenn man das Spiel ganz schnell durchspielt. Was für ein Blödsinn. Also warum sollte man das wollen? Und auch noch, dann muss man alles wegdrücken, immer weglaufen und so. Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht? Das Kartenspiel ist nicht mehr so gut wie, finde ich jetzt, wie im 8. Teil. Dafür ist die Welt natürlich um einiges schöner und sowas. Und es gibt immer noch Nebenteile. Und ich mag's wieder, dass, dass jeder Charakter... Oh, Rostrüstung. Nein! Oh, shit. Ja, Fratzentruhe nur, nicht mal eine Brute. Das ist ja blöd. Komm, stirb. Warum stirbt sie nicht? Hä? Ist sie stärker? Achso, natürlich, besseres Level. So. Und? Warte, ich muss nach oben? I don't get it. Seltsames Spiel. Und? Was wollte ich sagen? Ich bin total müde gerade. Ich habe gestern so lange geschlafen und bin trotzdem müde. Ich glaube, man darf nicht so lange schlafen. Und wiederum habe ich aber auch sehr geschwitzt. Seltsam, alles seltsam. Ich werde am besten mal den Arzt gegenüber fragen. Hallo, lieber Arzt. Ja? Können Sie mir helfen? Ich wüsste gern, warum ich so müde bin. Vielleicht kommt es davon, dass Sie die ganze Zeit mit mir reden, obwohl ich gar nicht da bin. Oh, Sie sind so klug. Deshalb sind Sie auch mein Arzt. Ha. So. Ah, brauche ich nicht. Hätte ich lieber diesen grauen da. So. 9 ist toll. Ich habe es nur einmal gespielt und jetzt langsam könnte ich es mal wieder spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt... Weil es einfach wieder... ich finde...
man kann nicht viel machen. Also, du bist stark und so, aber einfach dadurch, dass die Kämpfe sind lang, die Ladezeiten sind lang. Wenn, sollte man es vielleicht auf dem Emulator spielen oder sowas. Natürlich müsst ihr das Spiel haben. Aber ihr dürft es ja ein Image dann, ein Image ziehen. Die Übersetzung haben sie sich angestrengt und so. Aber zum Beispiel auch die Suche nach so, nach, wow. Es gibt eine Suche, da suchst du dann, warte kurz. Ja, komm. Es gibt ein Nebenteil. Da suchst du nach. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Ich bin. Sternzeichen-Teile. Und das gibt dann. Juhu. Was? Ein Bonbon mit Stacheln? What the fuck? Das ist ja Babushka-Doll. So. Das hatten wir schon mal, ich weiß. Ich weiß es auf jeden Fall. Wisst ihr es auch noch? Das ist lange her. Und da muss man dann so Münzen suchen. Und dann, wo die versteckt sind, ist einfach nur... Ach. Das eine ist ganz lustig, dass an der gleichen Stelle zweimal... Warte mal. Hä? Ich bin so verwirrt. Ich bin... Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Wow! Mann, ist der stark. Ich hätte mal einen anderen machen sollen. Ich wusste nämlich, mit irgendeiner Wolfsform kann er immer in... So ein Spruch, wo er immer in Wolfsform geht. Das ist natürlich cool. So. Und das war einfach... Vielleicht liegt es auch in der deutschen Übersetzung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so ein bisschen... langweilig. Oh mein Gott, ich hab's verpasst. Ich muss da nochmal hin. What? Was hab ich denn verpasst? Hä? Naja, wenigstens Level. Das heißt, hier geht's raus. Gut. Gut zu wissen. Ja, es ist einfach letzter Part ist nichts passiert. So. Und... Ich komme nicht dazu. Ich weiß nicht, was ich zu 9 sagen soll. Es ist super schön gemacht. Es macht Spaß. Du kannst auswählen. Das Lernen macht ist toll. Die Aufruf zu tanzen. Die Geschichte ist auch sehr überraschend und gut. Und die Musik ist toll. Es ist einfach nur gut. Aber irgendwas hat mich gestört. Und das war einfach dieses ein bisschen hilflos sein. Also dieses... Du musst eigentlich nur von A nach B und dann... Ja, es ist so lädlang und du hast nie das Gefühl, du bist irgendwie mal in Ruhe gelassen und dann kannst du einfach mal, das mag ich halt, wenn man mal sich frei fühlt. Das hast du nicht wirklich bei dem Spiel, finde ich. Und ja, ist egal. Und das ist wirklich meine Stärke. Und das, was viele mochten, ich aber nicht, war Chocobo. Ja, komm jetzt, mach jetzt. War Schokobo-Rätsel. Am Anfang macht Spaß, da suchst du dann Ausschnitte von, genau, von der Schatzsuche, aber später war es richtig schwer. Ach, ich weiß auch nicht, das Spiel ist so ein... Ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Was auch noch richtig schlecht macht, das kann das Spiel aber nichts für, ist der Spielberater, wo ganz oft drin stand, wollen Sie dieses Geheimnis wissen, dann gehen Sie auch online und geben Sie diesen Code ein, wo ich immer gedacht habe, erstens kann jeder diesen Code eintragen, dafür braucht man das Buch nicht, zweitens, die Seite gibt es nicht mehr, das heißt, dieses Buch ist unnötig, drittens, wow, also ich finde das absolut frech, wer hat sich das ausgedacht, das ist nicht mal irgendwie clever oder so. Ich hab, glaube ich, irgendwie extra Seiten damals gespeichert. Das ist natürlich gut. Das heißt, ich könnte sie mir mal ausdrucken und dazwischen legen. Aber eigentlich ist das schon eine Sauerei. Genauso, dass ich nur Scheiße hier bekomme. Und ja, das war auch so eine Sache.